Herzlich willkommen und hallo an alle, die da draußen jetzt so fleißig mitgebibbert und gewartet haben. Ich hoffe, ihr sitzt alle ein bisschen bequem. Ich habe es nicht so ganz bequem, ich bin natürlich noch ein bisschen aufgeregt. Vielleicht hat die ein oder andere das Prosecco-Layer schon gerichtet. Ich warte erst, bis alles rum ist mit dem Eierlikörchen. Was ihr auf jeden Fall euch noch richten solltet, wäre was zu schreiben, also Blatt und Stift. Weil ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Es soll ja heute alles um Zierstiche gehen. Das heißt, wir machen das klassisch, wie die Schwarzwald-Tanni das immer macht. Ich gehe mit euch an die Nähmaschine. Ich habe zwei Nähmaschinen mitgebracht, eine 7mm und eine 9mm. Auch da möchte ich ein bisschen was dazu sagen. Und dann sind wir hier mit Zierstiche ganz fleißig unterwegs. Danach habe ich euch ganz tolle Projekte mitgebracht. Weil wenn ihr ja so ein schönes Stück Stoff mit Zierstiche versät habt, dann braucht ihr natürlich auch ein Projekt, um das Stöffel dann auch zum Leben zu erwecken. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir noch geil shoppen. Darf man das sagen? Aber jetzt ist es eh schon passiert. Das heißt, wir haben für euch Stoffpakete gerichtet mit Baumwollstoff im Uni und noch was, muss das passen dazu und was ihr alles so braucht, was jetzt zum Video kommt. Und dann müsst ihr euch aufschreiben, welche Nummer das Stoffpaket hat. Zwischendrin benutze ich Dinge, die ihr vielleicht schon kennt oder vielleicht auch nicht, wie das Bügeleisen. Dann kann ich da auch kurz den Preis dazu sagen und das könnt ihr dann auch letztendlich irgendwann, wenn ich es euch erkläre, unten in die Bestellung schreiben. Das ist jetzt mal nur der Grobe, wie es ablaufen soll. Genau, ich sage ich immer in dem Moment, wenn es wichtig ist. So. Dann hätte es ja schon wunderbar geklappt mit allem Hallo. Jetzt dürft ihr natürlich auch Fragen stellen. Unsere Sabine lest vor und ich versuche das dann im Video mit einzubauen. Und wir hoffen, dass wir da allem gerecht werden. Das Video, hoffen wir, dass wir das von der Technik auch hinbekommen. Geplant ist das auf jeden Fall dann zu speichern, sodass ihr auch noch einmal nachgucken könnt am Video, dass es auf jeden Fall immer auf YouTube bleibt oder für alle die, die jetzt vielleicht im Arbeiten sind und es morgen dann anschauen wollen, auch die können es dann morgen anschauen, es bleibt drauf. Jetzt machen wir das mal wie immer, Mädels. Frau Kamerafrau, ich wechsle jetzt den Platz, ich sitze jetzt an die Nähmaschine. Halt, stopp. Bevor wir an die Nähmaschine sitzen, heute kann ich ja nicht so viel hin und her schwingen, Niklas ist nicht da. Ich habe jetzt einfach Canvas gerichtet, das ist das, was nachher auch in eurer Pakete ist. Canvas ist eine reine Baumwollqualität, die ein bisschen fester ist, viele von euch kennen das. Und ein ausreißbares Stickvlies. So, sind jetzt einfach quasi unsere Probestücke. Und damit man jetzt da auch schöne gerade Zierstiche draufkriege, vielleicht auch gerade wenn ihr mit Kindern oder mit Jugendlichen näht oder selber ganz kleine Anfänger seid, ist ja nähen trotzdem schön, machen wir uns jetzt wie das hier, Kamerafrau, sieht man das in der Kamera, jetzt sieht man es, die Striche. Die Striche machen wir, viele von euch kennen sie, vielleicht kennen sie nicht alle, mit den ausbügelbaren Stiften und ja, ich randaliere und ich liebe dann natürlich das kurze oder das lange, was ihr zu Hause habt und wenn ihr es braucht, 21,50 Euro, das kleine, mit dem Lineal die Striche. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Kamerafrau jetzt sieht, wenn ich hier Striche zeichne. Sieht ihr das? Die sagt, ja, die traut sich nicht zu babble. Die denkt immer, dass die alte Schwätze. Die ist clever. So, das heißt, wir setzen das Lineal an und ihr könnt es dann auch im Winkel schön setzen mit 3 cm vielleicht am Anfang. Und dann könnt ihr euch entscheiden, in welchem Abstand. Ich mache jetzt mal 2 cm, ich mir diese Linie aufzeichne. Nein, frage ich jetzt nicht. So. Moment. Kamerafrau. Zurück. Jetzt. Ja. Mit diesen Strichen gehen wir jetzt an die Nähmaschine. So. Jetzt gucken wir mal, ob die Kamerafrau mir folgen kann. An die Nähmaschine. Und dann habe ich mir ja hier eine schlaue Liste gemacht. Das mache ich immer, aber irgendwie halte ich mich ja nie an die schlaue Liste. Ich babbel ja immer. Also.
Also, deswegen fangen wir mal an zu bocken. Ich habe euch zwei Nähmaschinen mitgebracht. Die 560 und nachher die große 770. Und bei der 560 haben wir die Stichplatte. Ich erzähle immer viel über die Stichplatte. Die Stichplatte ist dieses Metallteil hier. Dieser Durchlass vom Stich, vom breitesten, sind 7 mm. Jetzt kommen wir ganz nah dran. Ja, so, Kamerafrau zoomt. Also, ich kann den Fuß auch mal kurz wegfallen lassen. Auf Badisch ist das Loch, was natürlich kein Loch ist, sondern was ist denn das auf nicht Badisch? Die Öffnung. Die Öffnung, danke liebe Daniela, ist 7 mm. Für die Zierstiche empfehle ich euch auch, bei den Elna ist das so, den Fuß F. Wenn ihr eine andere Nähmaschine habt, schaut mal, ob ihr einen transparenter Fuß habt und wenn ihr den umdreht, ob der vielleicht wie bei den Elnas auch so toll diese zwei Kufen hat. Das heißt, die Kufen, da dazwischen läuft der Zierstich. Das sieht da einfach noch ein bisschen schöner aus. Die Kamerafrau will, dass ich komme. Moment, jetzt. Moment. Halt mal ruhig. Ach, ruhig. Hallo, ich bin jetzt aufgeregt. Ja, so ist super. So, ja? Perfekt. So sieht man gut. Also, so habt ihr die zwei Kufen und von oben ist er transparent. Da sehen wir auch ein bisschen hin. So, das ist mal der Unterschied. Bei der 770 nachher haben wir das auch, aber wir haben den Durchlass von 9 mm. Aber da kommen wir nachher dazu. So, jetzt möchte ich das mit euch folgendermaßen machen. Ich möchte, wo sieht man denn das am geschicktesten, Frau Kamerafrau? Man sieht alles. Man sieht alles. Ich liebe, wenn man alles sieht. So, ich möchte mit euch, und das habt ihr nachher auch im Päckchen drin, das mit dem farbverlaufenden Garn mache. Ich finde es selber immer sehr hübsch und sehr dekorativ. Die jungen Mädels lieben das auch. Das heißt, oben ganz normal das farbverlaufende einlegen. Ich selber mache es aber nicht in den Unterfaden. Ich habe im Unterfaden ein ganz normales Nähgarn, auch von Güdermann, so wie man es kennt, den Allesnäher. Es sieht nachher kein Mensch und es näht sich, zumindest für mich, schöner. So, das dekoriere ich euch wieder ab. Ihr habt auf diesem F-Fuß ein ganz kleines Dreieckchen. Oder ihr habt vielleicht, wenn ihr eine andere Maschine habt, diese Öffnung. Also das zeigt das an. Der Mittelpunkt von der Nadel. Das heißt, auf dem Strich wird jetzt satt. Das ist 3,5. Jetzt wird es mathematisch blöd, gell? Aber ich glaube, ihr versteht mich. Der Strich ist immer der Mittelpunkt. Wir fahren 3,5 nach unten und 3,5 nach oben, wenn wir 7 mm haben. Ich bin doch noch ein Mathe-Genie, war ich so aufs Alter. Supi. Dann habt ihr bestimmt bei eurer Nähmaschine, ich habe es jetzt hier. Ich drehe gerade mal die Maschine ein bisschen, dass ich auch ein bisschen. Dass du auch ein bisschen was siehst. Dann kann ich ein bisschen ranzoomen. Ja, so. Habt ihr jetzt zum Beispiel hier die unterschiedlichen Zierstiche und ich liebe ja da unten meine Herzle, Sternle, Blümles. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, ich stelle hier die 77 ein. Und dann sagt er bei der Maschine ja auch schon Fuß F. Viele von euch kennen das bestimmt, aber ich sage es jetzt einfach immer ein bisschen dazu, für den das nicht kennt. Und dann lege ich mit dem Stickvlies drunter das einfach drauf. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist lenken. Ihr zieht nicht, ihr schiebt nicht, sonst wäre es nämlich kein Blümchen, kein Herzle, sondern Monsters. Und ihr könnt ja die Geschwindigkeit einstellen. Ach, ich weiß, was ich euch noch erzählen wollte. Ganz viele im Nähkurs, die sind jetzt ganz aufgeregt und die haben den Kopf dann immer da. Und meine, sie müssen den ersten Stich genau da nachsetzen, wo der Stoff anfängt. Mädels, blieb cool. 1 cm Nahtzugabe habt ihr immer gerechnet. Das heißt, ihr könnt es schön so drunter setzen, dass 2/3 vom Fuß auf den Stoff aufsetzen. Dann verhäckelt ihr euch auch nicht beim Anfang und dann gibt es auch einen schönen Stich. Und wir haben dann ja hier das
als Musterende-Taste. Und wenn wir hier hinten ankommen, drücken wir die Musterende-Taste, sodass dann der Stich, den wir haben, auch komplett drauf ist. Ich lege jetzt mal los und gebe mal Gas. Uschi grüßt. Uschi grüßt, huhu, Uschi. Grüßt noch jemand, den ich grüßen kann, den ich kenne. Elze. Und Andrea ist auch da. Ja, das ist ja schön. Wie heißt denn der Fußbierer Pfaff? Weißt du das zufällig? Oh, das ist eine gute Frage. Nee, aber er ist mit Sicherheit Bayerer Pfaff auch transparent. Mhm. Und er hat Bayerer Pfaff auch sicherlich die Kufen unter, ja. Gut. So. Nein, ich mache das mit euch jetzt noch fertig. Und wenn ich dann möchte, dass es aufhört, drücke ich die Musterende-Taste. So, wir gehen davon aus, wir sind am Schluss. Wir drücken die Musterende-Taste. Ah, das war jetzt Glück, dass es genau jetzt aufhört. Wir schneiden ab. So. Und jetzt gucken wir mal, Frau Kamerafrau. Moment, ich komme noch ein bisschen näher. Seht ihr genau, dass der Strich in der Mitte von dem Zierstich liegt, oben und unten. Und man sieht auch das farbverlaufende Garn sehr hübsch. So, das ist eigentlich das, was bestimmt viele von euch schon kennen. Und jetzt vielleicht auch denken, naja, hat sie nichts Neues? Doch, sie hat was Neues. Deswegen wechseln wir jetzt mal die Maschine. Aber ich brauche noch mal eine Läppele. Ah, ich bin nicht vorbereitet. Echt geil. Wer ist geil? Alle. Alle sind noch geil? Alle sind noch geil. Sabine sagt, sehen wir mich eigentlich. Ja, ja. Sabine sagt, wir sind geil. Ich bin mal wieder nicht geil, ich bin nicht vorbereitet. Grüß einfach mal alle, die jetzt da, bis ich die jetzt alle Vorgläser habe. Ich grüße alle, die Sabine nicht Vorgläser hat. Toll. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Aber ich glaube, ich bin froh, dass ich gar nicht weiß, wer alles da ist. Dann kriege ich einen Cola und liegt dahinter. Also jetzt wieder Concentration. Ich ziehe mir hier nochmal zwei Linien. Wenn du jetzt deinen Lachflash kriegst, da hängt dran, da schauen wir einer los. Und ich habe der Kamerafrau versprochen, das mit der Ordnung ist ein Scheiß, wenn wir live sind, gell? Ich wechsle die Maschine jetzt besser daher, dass die Kamerafrau mich besser sieht. So, und hier. Technik, ihr Lieben, ihr wisst ja, die kleinen Maschinen sind schön für Kleine. Ich bin klein und groß, ich habe auch gerne große Maschinen. So, und zwar habe ich euch heute für die Zierstiche was ganz Besonderes mitgebracht. Ich packe es am besten aus, dann seht ihr es. Und zwar, Kamerafrau, du bist, wenn sieht man das? Sieht man das? Eine Zwillingsnadel. Unscharf? Ja, so wird es besser. Ja, also, viele von euch kennen die Zwillingsnadel bestimmt vom Jersey. Ich habe euch schon oft erzählt, wenn er den Saum am Jersey macht, nimmt bitte eine Zwillingsnadel. Das ist dann elastisch. Jetzt habe ich für euch aber auch in euren Päckchen, wenn ihr nachher möchtet, immer eine Zwillingsnadel eingepackt. Eine Zwillingsnadel mit 2,5 Abstand, aber nicht für Jersey, sondern für Gewebe. Und das auch noch in 80er, damit auch hinterher ihr mit diesem schönen farbverlaufenden Garn arbeiten könnt. So. Ist mehr ein Problem, wieder. Mehr ein Problem? Was für Probleme haben wir? Funktioniert alles? Funktioniert bei euch alles? Was war? Du stellst Bild. Was haben wir? Bei uns, bei uns steht Bild? Am Bildschirm, sehen wir gerade nicht, dass es läuft. Jetzt verhängt es. Es kommt bei uns irgendwie verhackt an. Das ist ja jetzt halt aber was. Ich lache ein bisschen schön. Bleib einfach sitzen. Kerstin schreibt nein. Das Bild steht. YouTube empfängt nicht genügend Videodaten, um ein flüssiges Streaming ohne Widget zu öffnen. Bild steckt.
YouTube hat die Schwierigkeiten. YouTube. Das ist ja schön. Oder auch nicht. Also Sabine, guck mal, was sie machen kann. Mensch, jetzt wo es da gerade ans Beste geht mit der Zwillingsnadel. Nick. Ich soll nicken? Nein. Ah. Jetzt geht's wieder. Oh, super. Ja, jetzt kommt gerade das, wo du vorhin gegrüßt hast. Achso, ihr sind so lange hingetroffen. Macht weiter, liebe Grüße aus Erfurt. Bild übertragen ist schlimm. Ton ist ein bisschen verzerrt. Aber dieses Fehler geht nicht weg. Widget öffnen. Ohne Zwischenspeicherung geleert. Das liegt an YouTube. Es liegt an YouTube. YouTube gehört man noch nicht. Da kann ich noch nichts machen. Aber vielleicht mal. Mädels schreibt, ob er könnt oder ob er nicht. Jetzt geht es wieder bei mir. Der Ton ruckelt, Apps ansonsten läuft. Ich habe mir jetzt wieder gegeben. Bei mir ist alles gut. Mach mal weiter. Also, dann mache ich jetzt mal weiter. So. Meine Rechenaufgaben. So. Zwillingsnadel ist eingesetzt. Oben und unten. Ach Gott im Himmel. Das ist gar nicht das Richtige. Ich hätte gern. Ach Mist. Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ich mache jetzt nur eine Strich. Ich brauche ja gelb, sonst sieht man es ja nicht. So was Blödes aber auch. Also Tanja hat grau eingefädelt gehabt und auf dem grauen Stoff sieht man natürlich keine graue Zierstiche. Das war jetzt gerade ein Fehler. Danke. Ich habe mal kurz übersetzt. Ja, das mit dem badischen Mutze ist manchmal echt schwierig. Aber jetzt haben wir ein schönes Ocker-Senfgrün. So, und genau. Und da haben wir hell- und dunkelgraues Haar. So, jetzt haben wir also, wie gesagt, die Zwillingsnadel schön eingefädelt mit hellem und dunkelgrauem Garn. Die Fäden liegen unterm Fuß hinten. Und ich habe ja bei den 9 mm Nähmaschinen von Elna, ich kann es halt für Elna sagen, da machen wir so ein bisschen Licht, das ist viel romantischer, die Möglichkeit, wenn ich mit der Zwillingsnadel arbeite, der Maschine zu sagen, ich habe jetzt eine Zwillingsnadel drin, gib mir nur die Stiche vor oder aktiviere sie, wenn ich es ganz deutlich sagen will, die mit der Zwillingsnadel funktionieren. Das heißt, da sind wir echt safe. Jetzt mal gucken, ob die Kamerafrau sieht, was aktiv ist. Kann ich gerade mal die Nähmaschine ein bisschen drehen, dass ich besser aufs Display komme. So. 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 Ja, jetzt sieht man das. Also, ganz klar ist Stich 1, ganz klar ist Stich 5. Das ist das, was ich alles anwählen kann. Und 10, 11 ist nicht aktiv, das sieht man, das könnte ich auch nicht anwählen. So. Jetzt kann ich Stich 17, ich kann Stich 21, Stich 18. Ah ja, gut. 18 ist jetzt mal das, was mir gefällt. Das lassen wir jetzt mal drin. Und jetzt näht sie, das seht ihr ja ganz schön auch an diesem Display, jetzt näht sie quasi zwei übereinander. Die eine Nadel in dem Schwarz und die andere Nadel in dem Blau. Und jetzt kommen wir nochmal zur Mathematik. Ganz kurz. Einfach wegen der Sicherheit, Mädels. Mit einer Stichplatte von 9 mm. Zieht ihr jetzt mathematisch die 2,5 von der Nadel ab, so, ich kann ablesen, was dann ergibt eine Stichbreite von 7,5. Größer darf der Stich nicht sein, sonst schaut breiter davon. Breiter, ja, mein Badisch. Auf Hochdeutsch, breiter darf der Stich nicht sein, sonst schaut die Nadel auf die Blatt und was passiert, das ist mal zweimal passiert, weil ich Tisch ja alles für euch vorher. Das Ding verhuppelt es. Also, es ist schön. Nein, es, die Nadel bricht. Das war Hochdeutsch. Die Nadel bricht. Super. Ihr seht ja auch nochmal am Display genau die Stichbreite, die jetzt hier 3 ist. Deswegen bin ich absolut safe. Und jetzt lasse ich das mal mit euch laufen. Ah, für die, habe für beide gerechnet. Für die, die eine Stichplatte mit 7 haben und mit einer Nadel mit 2,5 arbeiten, ist ganz klar, 7 minus 2,5 ist eine Stichbreite von 4,5. Ihr habt nämlich alle nicht diese tolle Taste, wo ihr angeben könnt, was für Stiche gut sind mit
der Zwillingsnadel. Ihr müsst da wirklich ganz explizit drauf gucken und es so einstellen. Ihr könnt es auch ein bisschen verstellen. Manche Stiche sind echt schön und manche wären ein bisschen seltsam. Das ist so für Abende, so für lange Abende, wenn man eh nicht raus darf, um da mal auszuprobieren. Aber ich nähe jetzt mit euch hier an der Zwillingsnadel. Gaspedal. Sieht die Kamerafrau mich? Kann ich näher? Ja, ja. So, wundervoll. Und das geht's. Und dann machen wir mal, weil es uns ja so ein Schnitt. Probieren wir mal noch ein anderer auf der Länge aus. Und so könnt ihr euch da überall durchswitchen. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Den finde ich noch hübsch. Und ihr merkt, ich ziehe und ich schiebe, dann ist immer am schönsten einfach nur drauf gucken, dass das ganze Ding immer gerade durchläuft. So, Frau, Kamerafrau. Jetzt gerade mal hin und ich zoome hin. Ja, also ich habe drei Stiche, einmal bis hier und einmal hier und einmal hier. Und ihr seht bei dem da ganz klar, dass es hier einmal im Dunklen und einmal im Hellen kommt. So, ein bisschen noch drehen. So, so. Jetzt sind wir ganz orange. Ja, so sieht man es, glaube ich, ganz gut. Alle? Ja, geil. So sieht man es gut. Also das ist ja richtig, richtig mega, wenn ihr große Sachen macht. Ich habe euch zum Beispiel die Shopping Queen 2 mitgebracht, wo das toll drauf aussieht. Der Roland und andere Dinge, die ich euch nachher vorstelle. So, wenn ihr jetzt sagt, mutig seid, Sabine lacht, was schreibe ihr, will ich es wissen? Komme aus Bayern, finde euren Dialekt einfach klasse. Oh. Ich liebe diesen Dialekt auch. Macht bloß weiter so. Liebe Grüße aus Köln. Also die Kölner verstehe ich nicht immer, da bin ich ehrlich, ich verstehe dann doch mehr die Bayern. Und wenn auch noch aus Österreich jemand da ist, die höre ich auch gern, da kann ich auch mitspielen. Also wieder zurück hierher. Ihr könnt natürlich jetzt hier diese Zwillingsnadel ausschalten. Das wollte ich mit euch gemeinsam noch machen, wenn die Kamerafrau sagt, ja, dass sie das Display gut sieht. Ja. Wir haben ja hier oben die Nutzstiche, das hilft mir nicht viel, ich will ja die Zierstiche und wenn ich jetzt einfach mal in die Satinstiche gehe, sehe ich da 9 mm. Und das nächste, da wären wir jetzt bei 7 mm. Rechnerisch passt uns das, weil wir ja maximal 7,5 vor können. 6 können wir auch machen. Was, 6 jetzt nicht. Das ist echt lustig, dass man das nicht rausschneidet. Nein. Da muss ich jetzt durch. Okay, alle klar? Weiter. 9 ist dann natürlich wieder zu viel. Und da bleiben wir jetzt immer bei 9. Wenn wir jetzt halt mal noch die Applikationsstiche, die Quillstiche, wo waren wir denn noch? Wir waren noch bei... Langstiche gehen sowieso nicht, das war klar. Also wir gehen dann nochmal zurück. Die Hohlsaumstiche, da haben wir noch Chance. 9, 9, 9, 6, alles 9. Also da hätte man jetzt einer mit 5, genau. Der ist auch 9. Und dann haben wir da zum Beispiel auch einer mit 5. Den könnte man dann auch einsetzen, der dann mehr erscheint, wie wenn ihr die Zwillingsnadel da oben antippt. Und so müsst ihr es auch bei den kleineren Maschinen machen, teilweise die Maschinen, die ihr noch von eurer Großmutter, Tante oder sonst was habt, oder vielleicht auch Geschenke aus dem Discounter von Ehemännern, die haben vielleicht nur 5 mm und da müsst ihr also ganz genau in der Bedienungsanleitung gucken, wie groß ist eure Stichplatte. Und nochmal, so groß wie die Stichplatte ist, die Nadelbreite von 2,5 runterrechnen. Und dann seid ihr auf der richtigen Fährte. Das war jetzt mal was, was ich heute im Live euch mal so ein bisschen rüberbringen wollte. Dann hätten wir das mit einer Stiche erledigt. Ich frage jetzt mal in die Runde, gibt es noch Fragen zu den Zierstichen?
die Renate will nur wissen, ob es auch mit der Zwillingsnadel auf der Bernina geht. Das habe ich ihr jetzt gerade zurückgeschrieben, momentan sonst noch nichts. Die Bernina muss auch gucken, was für eine Stichplatte das sie hätte. Die Marke ist Bums. Egal. Ja, guck mal, ob noch etwas kommt. Hat mein Mann schon geschrieben, dass Essen fertig ist? Nein. Dann hätte ich gesagt, mache ich mal die Überleitung. Ja. Ja? Mhm. Gut. Kamerafrau, ich stehe wieder. Mhm, ich gehe mit dir. Gut. Keiner schneidet den Saustall raus bei Live. Das ist doch echt. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Genau, bei mir immer. So. Spaß, Else, wenn deine Pinzette suchst. Bitte stopp. So. Kleine Überleitung. Wer es noch nicht kennt. Mein Näh- und Notizbuch ist natürlich gerade jetzt für diese Dinge. Mach mal Finger weg. Ich habe so schöne Finger. Strolger Auto, die Finger macht. Hab sie noch nicht gesehen. So schön. Ja. So, mein Näh- und Notizbuch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ganz viele es kennen, aber für die, die es eben nicht kennen, auch da sind extra Abteilungen, wo ihr eure Sticheinstellungen. Gucken, ob wir das nochmal in die Kamera kriegen. Ja, euer Stich. Runter? Finger? Gerade halte. Gerade halten. Gut. Wo ihr eure Sticheinstellungen notieren könnt, weil, also ich bin dann so zwei Tage später, will ich nochmal machen und dann finde ich es nicht mehr. Und so kann ich mir hier immer alles schön eintragen. Was ihr euch auch eintragen könnt, also ich lasse euch jetzt dann meinen intimsten Schriftverkehr teilnehmen. Ist natürlich auch die Projektplanung, so wie ich sie jetzt halt auch für euch gemacht habe. Und zwar habe ich hier das Projekt mit der Shopping Queen geplant für euch. Das ist ja das letzte Projekt, was ich euch vorstelle, weil das ist das Schönste. Aber einfach, dann könnt ihr einschreiben, die Shopping Queen, für wen ich die mache, bis wann sie fertig sein muss. Ihr könnt hier bei Bekleidung noch die Maße der Person eingeben. Ich habe hier meine ganzen Stiche aufgeschrieben. Ich habe mir eine Skizze gemacht. Ich habe mir eine Einkaufsliste gemacht. Einfach, damit ich nichts vergesse. Ich vergesse eh so viel. So. Monika fragt, was ist mit der Öffnung vom Füßchen? Es gibt bei Elna ein F2-Fuß. Der ist offener, das stimmt. Oder welche Öffnung meint sie? Damit wahrscheinlich die Nadel auch durchpasst. Vermute ich mal. Aber die dürfte eigentlich... Die Öffnung vom Füßchen ist so groß, wie dann auch die Stichplatte ist. Das heißt, wenn ich eine 7 mm Stichplatte habe, ist die Öffnung 7 und das ist jetzt ab 9. Halt's mal so. Halt's mal so. So. Moment, das ist senkrecht. So. Ja. So, so, ja. So, so. Und, jetzt haben wir noch schönes Dekolleté in der Hand. Schönes Dekolleté. Also seht ihr das? Ich lang mal mit dem Fingernagel da durch. Ich glaube, ja, meine diese gut. Öffnung. Jetzt sieht man es gut. Ja. Und die Öffnung ist natürlich immer so groß wie eure Stichplatte. Das heißt, wenn ihr so einen Fuß dazu kaufen würden wolltet, müsst ihr immer gucken, dass ihr dann auch die Stichplatte habt. Wie bei allen anderen Füßen, die ihr optional dazu kaufen könnt, auch. Ich gucke ein bisschen zur Sabine rüber. Alles gut. Alles alles ich war gut? Eh auf dem Fuß. Also okay, ach, du warst eben. Hätte mich eh niemand gesehen, nur gehört. Immer. Gut. Ich bin da voll am Beantworten und Machen tun. Passt alles. Super. Also ich muss jetzt zwischendurch schmeißen. Die zwei da hinten, die ihr natürlich nicht seht, aber die mich da ständig auch grinsen, die sind bombastisch. Büchlein. So, jetzt geht's zu unserer Projekte. Als allererstes habe ich euch das Projekt mitgebracht. Mit dem Windlicht, was wir mal zu Weihnachten gemacht haben. Da sind ganz viele schöne Zierstiche. Und, Text. Passet auf. Für die, die mich nicht kennen, noch nicht, ist es so. Alle Projekte, die ich euch jetzt vorstelle,
könnt ihr bei mir. Das? Nein. Ah, das. Könnt ihr bei mir auf der Webseite www.schwarzwaldhanni.de downloaden. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 heute mitgebracht. Die sind kostenlos zum Download. Und 3 als E-Book. Aber wenn ihr da bei der Schwarzwaldhanni seid und auf dieses Projekt geht, was euch jetzt gefällt, jetzt käme es vielleicht mit dem Schreiben, dass ihr sagt, okay, mich interessieren die Windlichter. Dann sage ich euch, für die Windlichter braucht ihr einfach noch ein bisschen eine Spitze oben dran. Das wäre jetzt das, was ihr mal notieren müsst. Das war nicht viel. Was im Paket drin ist, haben wir schon gesagt. Ah, ich soll euch erst sagen, was im Paket drin ist. Aber ich zeige es noch nicht. Ich sag's nur. Also, in den Stoffpaketen jetzt hat, also ihr könnt jetzt nochmal nachschreiben, ich babbel noch ein bisschen blöd, habt ihr 12 unterschiedliche Farb- und Mustervarianten. 1 Meter Canvas einfarbig. 1 Meter Baumwollkreton gemustert. Dann haben wir drin, ich muss Linse. Ein passendes farbverlaufendes Garn. Ein normaler Allesnäher einfarbig 200 Meter. Ihr bekommt einen Wolfer. Immer passend, dass es ihr seht, hell oder dunkel zum Stoff. Einen Markierstift zum Ausbügeln mit dazu. Und ich habe euch noch schweinegeil die Zwillingsnadel mit eingepackt. Naja, und jetzt alle, die heute noch bestellen, ich sage euch nachher, wie es geht, die kriegen heute natürlich noch gratis 1 Meter Stickvlies oben drauf. Soweit, so gut, was in diesen Paketen ist, die noch kommen. Wieder zurück zu meinen Projekten. Ich habe euch den süßen Anton mitgebracht. Wenn wir gucken, ob die Kamerafrau sieht. Ach Gott, da hätte mir keiner Tempos reingebracht. Meine Requisite. Ja, das lange Saal an ihre Tasche, die zwei. Na ja, schon klar. Tempos. Nein, kein Tempos, lass es stecken. Also, ein Anton ist ein wunderbares Tempo-Taschentüchlein, Täschlein. Und da ist es auch ganz süß, wenn mir einfach, seht ihr mich in der Kamerafrau, was ich da mache? Okay, ja. Danke. Alles gut. Der Matthias schickt gerade eine Nachricht, das Essen braucht nur 15 Minuten. Dann können noch eine Weile, Mädels. Damit ich noch nicht fertig kocht. Der kocht Pastinaken zum ersten Mal. Bin gespannt. Also, der Anton, da waren wir stehen geblieben. Für den Anton würdet ihr, wenn ihr den machen wollt, uns zu Hause nicht noch vorräten. Ich habe von was anderes einfach nur ein bisschen H250 brauche. So viel zum Notieren. Was ich super, super... Der Anton ist übrigens ein süßes Mitbringsel. Wenn wir wieder Kaffee trinken gehen dürfen mit der Freundin, ist das schön, anstatt der Blumenstreusel. Habe ich ganz viele lang verschenkt. So, jetzt. Dann haben wir noch unsere Franziska. Unsere Franziska habe ich diesmal anstatt mit dem McKen-Snap jetzt einfach mit dem McLett gemacht. Und das ist wie so Geldbeutel, beziehungsweise da gehen auch Horschbängerle rein. Und ganz, ganz schön und ganz, ganz gern nehmen wir das mit den jungen Mädels im Kindernähkurs. Da kann man jetzt nicht nur da vorne so richtig schön, sondern auch natürlich vollkommen ganz durch. Zierstiche machen. Können wir jetzt auch die Maske reinpacken? Ah, Daniela ist ja wieder clever. Da könnt ihr euren Maske, heißt der, ich sage ja immer Schnuffeltuch, eurer Mund- und Nasenmaske könnt ihr da natürlich immer schön reinmachen. Finde ich auch schick. Dann habt ihr das immer mit dabei. Dafür bräuchtet ihr dann auch einfach noch ein bisschen H250. Wenn ihr daheim noch rumfahre, hänge Druckknöpfe. Oder einfach ein Klettband. Das Klettband könnt ihr gern einfach nachher mit an die Bestellung unter drauf hängen. Und zwar kostet der Meter 3 Euro. Ach, und Daniela hat gesagt, ich soll auch sagen, die H250 kostet der Meter 5,10 Euro. Dass ihr da eure Buchführung gut machen könnt. So. Dann wird es schon ein bisschen anspruchsvoller, aber wir sind immer noch sehr, sehr schmal. Auch etwas, was ich mit den Kindern und Jugendlichen im Nähkurs gern mache. Aber unsere Else, die bestimmt jetzt daheim ist, die hat sich was ganz Besonderes eingefallen lassen. Und zwar hat sie das anstatt
gerade mal schräg rüber gemacht. Ich halte es mal still. Sag mal noch, was es ist. Das ist der Leo, habe ich nicht gesagt. Und der Leo hat innen drin Futter und Klettband. Der Leo ist ein Mäppchen. Ah, Daniela sagt, der Leo ist ein Mäppchen. Ja, natürlich, ich meine, das sieht man. Wir sind ja nicht im Radio. Es hätte auch ein Nahkampf sein können, so wie du es gerade gesagt hast. Hello. Ja, nur noch 2 Tage, dann treiben wir den Winter aus. Also mir zumindest am Badischen. Ihr in Köln, ihr seid ja noch ärmer dran. Ihr dürft gar nicht auf Gas oder so. Naja, ich bin Hex. Ich kann zumindest schon meine Hexenmaske aufziehen. So, jetzt wieder zurück zum Leo. Der Leo ist ein Mäppchen. Und wenn ihr den Leo machen wollt, bräuchtet ihr noch zusätzlich das Klettband zu 3 Euro der Meter. Und ja, bei dem Canvas habe ich jetzt nicht einmal eine Flisseline rein gemacht. Wenn ihr wollt, da hat 250, wenn ihr schwere Schere oder sowas rein macht. Aber wenn es einfach nur in Tannentasche geht für Lippenstift und schöne Dinge, dann ist das wirklich ausreichend genug. So. Jetzt kommen wir noch ganz speziell zu unserer Kinder. Auf Badisch aufgepasst ist das Fläscheldäschel. Also das ist eine Tasche, in der man eine Flasche reinmachen kann. Also Fläscheldäschel. Ja? Und das ist so unser Renner in der Kindernähkurse. Und das ist natürlich auch von der Fläche her so toll, dass er da unheimlich viele wunderschöne Zierstiche draufsetzen kann. Geh mal ein bisschen dran. Geh mal dran, ich geh mal dran. So, ja. So, ja. Ja, so. Da braucht er dann auch ein bisschen Klett. Und was er natürlich... Ups! Alles gut. Beschwackelig. Und natürlich ein Stück schönes Gurtband. Und ich sage euch auch, wie viel das Stück schönes Gurtband ist. Das Gurtband ist 1 Meter und kostet 2,10 Euro. So, das war's. Fläscheldäschel. Ganz am Rande ist, wenn ihr dann das ausdruckt, habt ihr da auch immer noch den QR-Code. Das heißt, wenn ihr das auch nicht gleich näht und das Ausgedruckte jetzt daheim liegt und vielleicht die schöne Pakete, die auf euch warten, auch, dann könnt ihr einfach mit dem Handy immer auf den QR-Code gehen und kommt dann sofort zu dem Video. Vielleicht auch an alle armen Mamas. Ich bin zwar auch Mama, aber ich bin immer arm, weil ich bin über 50. Meine Jungs sind alle über 20. Da geht alles aber dann sehr. Nein, es ist einfach wirklich, wirklich so. Ich bin so froh, dass ich keine schulpflichtige Kinder mehr habe und im Homeoffice sitzen muss und man nicht raus darf. Und deswegen ist mir auch in den letzten Videos, die ich euch geschickt habe, so wichtig gewesen, dass es Dinge gibt, die ihr einfach mit eurer Kinder, das müssen nicht nur Mädels machen, Buben mögen das Kreative auch, wo ihr einfach dann mal mit den Kindern was machen könnt. Und da sind diese Fläscheldäschler und auch hier die Franziska. Und auch das Nächste, was jetzt kommt, ah, ihr seht mich nicht, ihr hört mich nur. Nein, nein, wir sind noch im Bild. Echt? Alles gut. Immer so ein breites Bild, ja. Cool. Haben wir natürlich noch unseren Roland. Unser Roland ist ein... Ah, Frau Kern, okay. Unser Roland ist ein Rollmäppchen. Das Rollmäppchen ist außen natürlich wieder wunderschön mit unserem Tierstich. Soll ich kommen? Ja, so, sieht man wieder schön. Ja. Gut, mit Zierstiche und innen natürlich dann auch mit den Taschen. Und da könnt ihr es ja so einrichten, wie ihr es braucht. Entweder die Kinder tatsächlich für die Stifte. Geil für euer Nähzimmer. Gehe nämlich auch Schere. Ich glaube, ich habe sogar so gemacht, dass Handmaß rein geht. Für die, die irgendwann mal wieder in der Nähkost kommen wollen, ist auch das ein schönes Reiseteil für eure Nähutensilien. Und wisst ihr noch, was ich dir hergedenkt habe? Ich achte im Moment auf Ernährung. Man sieht es nicht, aber ist ja wurscht. Ich nehme das Mittagessen jetzt doch gekocht von daheim mit und brauche Besteck. Und das kann man auch ein Stückchen kleiner machen. So vielleicht. Und dann könnt ihr da Messer, Gabel und Schere und Serviette reinpacken. Und dann haben wir das Besteck immer. Schere fürs Essen. Schere. Habe ich Schere gesagt? Ja, für Spaghetti. Ja. Okay, Mädels. Mit der Schere. Aber ihr könnt auch Stäbchen einpacken. Wie immer ihr das wollt. So.
Auch den Roland gibt es kostenlos zum Download. Ich habe das absichtlich so gemacht, dass alles, was Kinder nähen sollen, die müssen keine Schnitte bezahlen. Das sind immer kostenlose Downloads. Da ist allerdings jetzt noch drin H630. Was lacht Sabine? Mein Mann, der erste Mann in der Runde. Meiner. Dein Mann? Meiner. Ja, hallo Andi. Grüß Gott. Schön, dass du mir deine Frau in Dunkelheit zur Verfügung stellst. So, also jetzt wieder zum Roland. Ihr braucht für den Roland H630 einfach, dass ihr ein bisschen Griffigkeit habt. Und die H630 kostet 6,60 Euro der Meter. Und die Daniela war so freundlich, Kordel zum Zumachen. Und der Kordelmeter ist 1,40 Euro. Alles andere hättet ihr im Paket. So, und jetzt haben wir noch drei Teile. Wie viel haben wir? Oh, wir sind gut in der Zeit. Ich glaube aber, ganz viele von euch kennen es schon. Die Lotta haben wir hoch und runter und mit Weihnachtsstoff und ohne Weihnachtsstoff. Aber sie ist halt einfach so toll und ich wollte sie heute nicht unterschlagen. Und die Lotta ist auch ein Näppchen, keine Narrenkappe, sondern ein Näppchen mit Reißverschluss. Wobei, es muss nicht zwingend ein Näppchen sein, auch da passt ein Nähutensil rein. Beziehungsweise, ich habe es auch echt mal gern mit dem Lippenstift und alles, was mich so ein bisschen schöner macht. Dafür bräuchtet ihr zusätzlich eine H250. Ach, die Frau Daniela Kern hätte da aufgeschrieben. Ja, ich weiß nicht, wie Frau Kern sagen soll oder Daniela bei der Sabine, ist das klar? ich dachte, mir wäre per Du. Aber gut. Das sind auch per Du. Ich weiß nicht, was ich habe. Mädels. Natürlich, jetzt nicht lachen, sonst komme ich aus dem Text, du bist gleich dran. Alle Flisseline, die ihr jetzt noch mit den Paketen mitbestellt, kriegt ihr zum Sonderpreis. Deswegen kostet die H250, weil jetzt steht Sonderpreis dran. Habe ich es auch kapiert. 5,10 Euro. Und ihr braucht einen 35er Reißverschluss, der kostet 4,10 Euro. So, was gibt es denn jetzt hier zu lachen? Mein Mann meint in der Roland-Kirchhoff-Schraube. Ja! Gut! Werkzeugkaste! Andi, klasse! Ja! Weißt du warum? Erinnert mich an meinen Mäxel. Weißt du, was ganz toll neigeht? Sind auch wenn du Schreiner bist, diese, wie heißen die, wenn du so. Stecheise oder so. Stemmeise, Stecheise. So. Sie sind auf jeden Fall von Schaf. Kirsch und Schaf. Genau. Aber hey, Werkzeug geht da auch. Super. Wissen wir, was man, da mal, was man mal drehen könnte? Das können Männer auch so als Gürtel. Ach, super, ein Werkzeuggürtel. Ein Werkzeuggürtel. Schreiben wir mal, ob wir mal ein Werkzeuggürtel nähen sollen. Also, super, Andi. Bist du ein Held? Und Kartoffelfell. Also. Da hast du den Kreisnäher noch benutzt, an der Lotta. Ah, an der Lotta habe ich natürlich meinen Freund den Kreisnäher noch benutzt, genau. Und wenn das heute alles gut ist, und es ist ja richtig gut jetzt geworden hier alles, dann können wir ja mal einen gemeinsamen Abend mit unterschiedlichen Füßen machen. Da können wir jetzt mal Sabine bombardieren, ob wir das haben wollen oder nicht. So, und jetzt geht es ja da noch an mein Herzensstück. Das heißt ja wie ich, das Täschchen, also die Tasche, Tanni. Und zwar habe ich die ja extra gemacht, weil ich ja so unordentlich bin. Das heißt, für mein Neonotizbuch oben und für Kulis unten. Zack, bumm. Und wenn ich dann irgendwo bin, habe ich alles beieinander. Geht übrigens auch schweinegeil mit dem Kalender, weil ich ja zu der Generation gehöre, die den Kalender nicht im Handy hätte, weil ich nichts nicht. Aber, so, das heißt, ich... Ton verschlechtert sich wieder. Ton verschlechtert sich wieder. Vielleicht an der Internetverbindung, je nachdem. Ja, ich habe zwar noch nichts. Jetzt warten wir mal kurz, was Sabine sagt. Herren Merz. Blöp. So hört mich natürlich keiner. Ist bei anderen auch schwierig. Ja, haben jetzt zwei, drei Mal. Ja, es kommt jetzt schon ein paar Mal. Das ist ein bisschen. Ach, Menschenskinder. Also ich gucke für das nächste Mal live dann, was ich da technisch noch verändern kann. Das ist halt jetzt einfach, weil man das erste Mal ist immer anders. Was? Jetzt werfe sie da an, die Ruse. Was? Das Mädchen ist sicher, jetzt gehst du.
Tanni hätte jetzt da oben, wie gesagt, das Buch drin und da die Stifte. Ihr könnt es natürlich auch mit allem anderen füllen, was euch letztendlich am Herzen liegt. Aber auch da, ich denke, ich kann was verstehen. Ist es mit dem Zierstich hier richtig, richtig schön geworden. Ja? Dann lese ich euch noch vor, was ihr zusätzlich brauchen würdet. Das ist S320 zum Sonderpreis von 8,30 Euro. Ein Reißverschluss 35er Länge und ein Reißverschluss 30er Länge, jeweils zu 4,10 Euro. Und dann haben wir ja da oben noch eine Bordüre, eine Spitzenbordüre und die ist dann wieder zu 1,90 Euro. So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Projekt. Und das ist richtig, richtig cool geworden. Das ist nämlich unsere Shopping Queen 2. Ja, die haben wir ja schon auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gemacht. Auf alle Dinge im Nähkurs, aber immer wieder ganz hübsch finde ich sie halt mit dem Gurtband, was durchläuft. Und wo haben wir es? Das hier unten, wenn die Kamerafrau das sieht, das sind zum Beispiel jetzt Ausstiche, die wir mit der Zwillingsnadel gemacht haben. Das sieht man ganz gut. Das eine ist in dem grünlichen Ton und das andere in dem gräulichen Ton. Und dann könnt ihr natürlich auch auf dem Gurtband verschiedene Zierstiche aufbringen. Und wir waren sogar so mutig und haben den Saum oben noch mit so einem Hohlsaumstich genäht. Und wir waren noch tapferer. Ob ihr das jetzt gerade macht oder seht ihr das oder ob ihr das schräg macht. Auch das sind zum Beispiel zwei Stiche. Zwei, da muss ich gerade gucken, nicht nur der in der Mitte. Der in der Mitte ist auch mit der Zwillingsnadel gemacht. Der unten und der oben ist normaler und auch da haben wir wieder richtig, richtig schön mit der Zierstiche und mit dem Farbverlauf in der Gangschaft. Also ich finde, das ist echt für einen Einkaufsbeutel ein schweinegeiler Hingucker. Einfach nur in Anführungsstrichen unser Shopping Queen 2. Und da ist alles im Päckchen drin, bis aufs Gurtband. Und da braucht er 3 Meter Gurtband und das Meter Gurtband kostet 2,10 Euro. Jetzt habe ich euch alle Projekte vorgelesen. Jetzt kommt für mich die schwierigste Passage. Ich muss euch jetzt ganz klar rechtlich aufklären, wie das mit dem Shoppen ist. Ich mach dir mal Platz. Mach mal Platz. Also, wo habe ich denn meine Shopping-Erklärung habe ich da. Ich glaube, wir räumen das mal alles weg. Mädels, wollen wir kurz Ordnung machen. Alles in Ordnung bringen. Daniela, bitteschön. Und bitteschön. Vom ersten Päckchen ist das schön. Und ja, ich will noch kein Päckchen. Ich muss ja erst jetzt alles wirklich, wirklich gut erklären. Das Schöne ist, hier steht so Hochdeutsch. Aber gut, die Shopping-Regeln sind Mädels. Wir haben jetzt für euch die Stoffpakete gepackt. Jedes Stoffpaket hat eine Nummer. Richtig groß, die könnt ihr sehen. Alle Stoffpakete haben den gleichen Inhalt und den gleichen Preis, nur andere Farben. Und ein Stoffpaket kostet 45 Euro und wir versenden es versandkostenfrei. Jetzt seid ihr dann an der Reihe. Dafür haben wir ja Sabine. Sabine hat auch eine schöne Liste. Das heißt, wenn ihr jetzt dann gleich das Paket Nummer 3 zum Beispiel ganz hübsch findet, dann schreibt ihr einfach bei der Sabine Nummer 3 rein. Und bei euch daheim auf die Liste schreibt ihr aber auch Nummer 3. So, dann ist es so, wir haben viel, aber wir haben halt nicht alles. So wie in der Reihenfolge ihr jetzt eure Bestellungen bei der Sabine in diesem Chatverlauf gibt und wir es angezeigt bekommen, so verkaufen wir es runter. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass es da Verzerrungen gibt. Ich hoffe, dass wir euch alle gerecht wären und deswegen ist uns die Reihenfolge, wie es reinkommt, jetzt halt ganz arg wichtig. Die Sabine weiß dann auch, wenn man vielleicht Nummer 3 nicht mehr habe und schreit dann Nummer 3 ist stopp, zum Beispiel. So, das habe ich jetzt schön auf Badisch gemacht, gell? Das war das mit der Reihenfolge. Notiert
Nummer des Pakets, habe ich euch auch schon gesagt. So. Und dann, wenn ich dann nachher Tschüss mache und das Video fertig ist, dann schreibt ihr uns eine E-Mail. Eine E-Mail auf kontakt@näharena.de. Kann ich rückwärts lesen. Und auf der E-Mail oder in der E-Mail soll dein Name, Vor- und Zuname und Adresse stehen. Es muss natürlich dein Username, den du auf Facebook, auf YouTube hast, noch dabei stehen, damit wir das zuordnen können. Und deine Bestellung. Das heißt, du schreibst Nummer 3 oder Nummer 2, so wie du das wolltest. Und vor allen Dingen, wenn du noch was brauchst, was ich jetzt vorhin da dazu gelesen habe, wie Klettband, Reißverschluss, Vaseline, oder du möchtest da das tolle Lineal haben, dann schreibst du es einfach mit unten drunter. Eigentlich easy. Wenn wir dann morgen früh kommen und ganz viele E-Mails von euch haben, dann machen wir eine Rechnung. Mit allem das, was ihr uns schön aufgelistet habt, schickt und wir schicken euch dann die Rechnung per Mail zurück und schreibe euch auch, wie ihr bezahlen könnt, Überweisung oder PayPal. Wenn ihr dann bezahlt habt, dann gehen eure Päckchen sofort auf den Weg zu euch. Und heute ist ja Dienstag, das müsste bis zum Wochenende, je nach Bezahlart, ja auch super toll machbar sein. Bis wann muss die E-Mail da sein? Ja, das steht als nächstes. Ich wollte gerade auf Badisch versuchen, das zu formulieren. Jetzt habt ihr ja natürlich für heute Abend tolle Preisvorteile. Ihr kriegt den Meter Stickfließ gratis und alle Flieseline, die ich euch genannt habe, kriegt ihr auch zum Sonderpreis. Das gilt, wenn die E-Mail bei uns eingegangen ist, bis morgen Mittwoch 24 Uhr. Alles, was dann danach ihr noch bestellen wollt, weil ihr vielleicht auch das Video erst ein bisschen später gesehen habt, macht nichts. Hängen wir da Link unten drunter, nur es ist dann einfach der reguläre Preis, den er dann einfach im Shop, wie er sonst auch immer im Shop nach der Videos einkauft, einkaufen können. So, du bekommst die Antwort-Mail, das habe ich ja gesagt, mit der Zahlungsmöglichkeit und ich habe gesagt, es ist mir versandkostenfrei versendet. Das heißt, das trockene Zeugs von der Liste. Das kann man aber doch schöne Dinge machen. Lustig, ich bin ein Meter zu klein. Nimm nur eins. Das ist zu groß. Nimm das obere runter. Also, Inhalt in jedem Päckchen, gratis einen Meter ausreißbares Stickfließ. Ich glaube, ich hätte mir es immer verdienen lassen. Und jetzt seht ihr schon das erste Päckchen. Ja, so geht's besser. Hat Nummer 1. Ah, ich habe noch was. Die erste 5 die bestelle. Kriege es Fadenscherle heute gratis noch mit dazu. Es muss ja ein bisschen noch so. Fadenscherle, die erste 5. Danke euch. So. Sehen die das so, wenn ich das so liegen lasse? Du darfst auch einfach ein bisschen rausnehmen. Darf ich alles rausnehmen? Okay, das ist ja noch so schön gepackt. Deswegen wollte ich jetzt nicht alles rausnehmen. Ich muss mal überlegen, wie ich euch das da präsentiere. Also. Weißer Canvas, grauer Kreton mit weißer Pusteblume. Geht das so? Ja, so ruhig ein bisschen tiefer. So, super. Ja, farbverlaufendes Garn. Uni-Nähgarn. Ausbügelbarer Stift. Langsam, mach langsam. Mach langsam, okay. Nochmal. Nochmal! Langsam. Ganz von vorne, normal wird er was herausschneiden. Weißer Canvas. Grauer Kreton mit weißer Pusteblume. Farbverlaufendes Garn. Graues Allesnäher, 200 Meter. Ausbügelbarer Stift. Zwillingsnadel. Mich. Und mein Logo. Das ist Paket Nummer 1. Hätte es euch gefallen?
Halbkreis. Das ist noch zeitversetzt. Ach, das ist noch zeitversetzt. Also gut. Ich frage, ob ich die Regeln verstanden habe. Ob das klar war. Okay, ich kriege gerade aus der Regie gesagt, ich soll euch fragen, waren die Regeln klar, bevor man da irgendwas mache, was nicht so richtig ist? Ich warte jetzt noch mal kurz mit Paket Nummer 2, ob Sabine eine Antwort von euch kriegt. Und könnt ihr auch Daumen machen? Du bist nur Vorsteller. Okay. Ja. Also ich kriege auch gerade aus der Regie, dass wir zeitversetzt sind. Ich mache jetzt weiter. Ihr könnt ja zwischendurch dann letztendlich einfach Daumen hoch machen, wenn ihr die Regeln verstanden habt. Ihr dürft gerne auf jeden Fall nochmal fragen. Die Regeln sind immer wichtig. Ich werde da gerade machen. So, weiter Shopping. Paket Nummer 2 beinhaltet mintfarbener Canvas, Tüpfele in Mint, Tabita Online, das ist in der Tabita ihre Farbe. Das hätte sich noch nicht gemeldet. Okay, dann haben wir hier ein schönes farbverlaufendes Garn, sind alle schön, in alles näher, natürlich der ausbügelbare Stift und natürlich die Zwillingsnadel und wie vorhin mich. Paket Nummer 2. Und das auch, das kriegen wir alle, das stelle ich euch jetzt nicht bei jedem Paket vor. Schick, Fließ ist in alle gratis drin. Ah, ich krieg schon einen Daumen, eins verstanden. Ihr seid clever. Das finde ich geil. Nummer 2. Nummer 2 kommt dort. Da. Nummer 3. Oh, das ist ja aus. So süß, fliederfarbener Canvas, gemustert grau mit rosa-weiße Blümle, richtig schön romantisch, farbverlaufendes Garn, alles näher, ausbügelbarer Stift, Zwillingsnadel, mich und mein Logo und weil es Daniela gesagt hat, natürlich gratis, das Ausreißstück für uns. Nummer 3. Nummer 4. Ach, wie hieß die Farbe? Es war Petrol, gell? Ja, Petrol. Petrolfarbener Canvas. Petrolfarbenes. Karo. Verlaufende Gramm. Ja, das ist original dazu. Genau. Da haben wir erst noch das farbverlaufende Gramm. Da alles näher. Der Ausbügelstift. Die Zwillingsnadel. Mich. Das Logo. Daniela sagt, gerade sein mega Ausreißstickfließ. Und das wäre dann quasi das Petitor dazu. Fragt jemand, ob man im Shop bestellen muss heute Abend? Nein, mit dieser E-Mail nochmal, gerne sage ich das nochmal. Ihr schreibt jetzt daheim schön mit, Bestellung, und dann schickt ihr die E-Mail an kontakt@näharena. Und somit könnt ihr dann auch einfach den Sonderpreis von 45 Euro gratis 1 Meter und auch die Sonderpreise zu den Fieselinen, die ich vorhin euch genannt habe, machen. Wenn es gar nicht klappt, also kontakt@näharena.de ist immer, ihr könnt ja da auf jeden Fall eine E-Mail hinschreiben, wir schreiben euch zurück. Ja? Aber was halt wichtig ist, ist, ihr müsst das Sabine jetzt aber auch schreiben, dass ihr zum Beispiel Paket 4 wollt, weil wenn man nicht genug hätte, dann wäre er mal hinten ausfallen, wenn er einfach nur eine E-Mail schreibt. Jetzt an Sabine einfach Nummer, was auch immer eure Wunschnummer ist. Die Karin Muller hätte jetzt Nummer 1 schon bestellt. Einmal Nummer 1 haben wir schon bestellt. Herzlichen Dank. Und die Schere.
kriegt ihr die. Oh, die kriegt die Schere dazu. Also einmal Schere ist schon weg. Sagen wir noch vier, die nächsten vier, die machen Schere, Kontakt. So, wo waren wir? Päckchen 5. Ah, oh, das ist für unsere süßen Mäuse, also für die Mädchenmäuse. Wir haben eine zauberhafte Prinzessin in rosa und grau und dazu passend ein rosa Canvas. Ein farbverlaufendes Garn, ein Allesnäher, Zwillingsnadeln, ausbügelbarer Stift, mich, mein Logo und Daniela sagt, gratis, ein Meter dick fließt. Ja, wenn ich ein bisschen zu lachen habe. Ernst ist sowieso immer alles. So, für unsere Zugelzwerge männlicherweise haben wir Piraten. Wir haben wunderschöne Piratenhunde. Ja, das sind Piratenhunde. Ich bin süß. Ein Bär. Daniela sagt, es sind Bären. Also sind es Hunde, Bären, Bärenhunde. Und ein Royalblau. Nein, Daniela sagt, es war blau. Und ein blauer Canvas. Ihr kriegt dazu, wo ist es? Richtig Multikulti abverlaufendes Kamm. Ein Allesnäher. Natürlich den ausbildbaren Stift. Und ihr wisst, was schon kommt. Die Zwillingsnadel. Die Schere sind weg. Mich, mein Logo, Daniela sagt Stickfließ und danke für 5 Bestellungen, die Schere sind weg. So, war das schon? 6? Ah, das war 6, ihr habt es bestimmt gesehen, ich habe es nicht gesagt, war die Hälfte. Jetzt kommt, sag nochmal wie viel Stoff. 1 Meter Canvas, 1 Meter gemusterter, bedruckter Kreton. Baumwollgewebe. Baumwoll. Ist alles Gewebe. Ganz genau. Noch mehr Informationen? Moment noch nicht. Gut, mache ich gern immer wieder. Deckel 7. Ah, das ist auch so zauberhaft. Ist terrakottafarbenes Canvas. Und wunderschöner klarer Nähtarstoff gemustert, farbverlaufendes Garn, alles näher, ausbügelbarer Stift, Zwillingsnadel, mich, mein Logo und ein Lederausweis. Ich möchte gerade noch mal kurz den Stoff hochhalten, weil den haben wir, glaube ich, jetzt gerade gar nicht so richtig gesehen. Das machen wir. Weil das Muster muss man ja richtig zeigen. Ja, das ist auch richtig, richtig jetzt schön. Jetzt sieht man es gut. Ja? Gut. Supi. Das war Nummer 7. Oh, die sind alle so schön. Ich könnte mich auch nicht entscheiden. Nummer 8. Ein ganz zart cremefarbener, einfarbiger Canvas. Und ein wunderschöner, leicht ländlicher Blume-Karo-Baumwolldruck. Ja? Dazu gibt es ein abverlaufendes Garn, ein Uni-Allesnäher, ein bügelbarer, ein ausbügelbarer Stift, mich, mein Logo, ah, gut, dass wir alles hingepackt haben, natürlich, und die Zwillingsnadel. Und gratis 1 Meter. Ausreißbares Stickfließ. So, jetzt haben wir nur noch 4 Stück. Ich mache mal ein bisschen Päusel, damit ihr vielleicht ein bisschen... Nummer 3 gibt es nur noch einmal. Nummer 3, höre ich, gibt es nur noch einmal. Was war denn Nummer 3? Das war das Lila. Das war das schöne Lila. Dann zeige ich es euch vielleicht gerade noch einmal. Voilà. Einmal habe ich noch. Einfach damit ihr nicht in Stress daheim kommt. Aber ihr sitzt ja auf dem Sofa mit dem Prosecco. Ich mache jetzt mal hier munter weiter. Mit der Nummer 9. Die Nummer 9
Daniela, gibst du mir mal nochmal die Shopping Queen, bitte? Genau. Die Nummer 9 wäre jetzt, wenn euch vorhin die Shopping Queen so gut gefallen hätte. Da ist dieser, heißt nicht Maisgeld, Mädels. Was Herr Max sagt? Curry. Curry. Du kannst Curry essen und Mais, es ist doch auch so schwer zu merken. Also mit dem curryfarbenen Canvas, dann zeige ich euch auch, wie immer in die Kamera. Curryfarbener Canvas, kariertes Baumwoll dazu, ein farbverlaufendes Garn, ein Allesnäher, ein ausbügelbarer Stift, einmal Zwillingsnadeln, mich, das Logo und ein Meter Ausweichverschluss. Daniela Kniss. Ich bin bestens unterhalten. Naja, was hättet ihr zwar jetzt nach daheim auf Corona euch mit eurer Alte gestritten da? Nein, weil du dich nie streitest, stand die noch da, dass ihr noch einen Kommentar schreibt. So, Spaß beiseite. Paket Nummer 10. Ah ja, das ist auch so herrlich lieb. Lieb ist lieb für die bayerische Lieb. Ein jeansfarbener Canvas, ein hellblaues Vichy-Karo, ein farbverlaufendes Nähgarn, ein Allesnäher, ein ausbügelbarer Stift, die Zwillingsnadel, mich, mein Logo und ein Meter Stück bis gratis. Nur noch zwei Mädels. Variante 11. Ha, ich denke, wie alle sagen, sie sind schön. Also wirklich, das haben wir richtig gut rausgesucht. Marinefarbene Canvas, Maisgelb oder Curry, wie auch immer. Nee, dafür haben wir nichts. Davon haben wir Schneckchen. Genau. Ja. Maisgelbes Canvas. Farbverlaufendes Garn. 200 Meter alles näher. Ausbügelbarer Stift. Die Zwillingsnadel. Mich. Mein Logo. Gratis 1 Meter ausreißbares Stückchen. So, jetzt nehme ich das, Daniela. Dankeschön. Und wenn euch da so mein kleiner Anton gefallen hat, dann kommen wir jetzt zum letzten Päckchen, zum Päckchen Nummer 12. Anthrazitfarbener Canvas. Curry Maisgelb für Pilze. Richtig schnuffig da, dieses farbverlaufende Garn. 200 Meter alles näher. Ein ausbügelbarer Stift. Natürlich die Zwillingsnadel. Auch hier mich. Und auch hier mein Logo. Und nochmal, weil es Daniela gesagt hat, auch hier. 1 Meter Ausreiß, Stickvlies gratis. Stopp, sagt Sabine. Ich hätte es eh aufgehört. Ja? Die Andrea möchte nochmal die Nummer 2 sehen. Aber gerne doch. Die Andrea möchte nochmal die Nummer 2 sehen. Fangen wir auch nochmal ganz klar an. Sieht die Andrea mich gut? Ja. Mintfarbener Canvas. Mintfarbe mit ganz kleinen Wiese, also weiße Dipfele, Pünktchen. Das farbverlaufende Garn. Kann ich weiter? Ja. Damit wir schönen Kontrast haben mit der Zierstiche, dann noch dieses Rosane, alles näher. Der Stift, die Nadel. Und der Rest ist eh klar, wie bei allen anderen auch. So, jetzt hätte ich 12 Pakete. Wer will nochmal? Die Ingrid will nochmal kurz die Nummer 4 sehen. Aber gerne. Die Ingrid darf
dann nochmal gucken. Also in der Rolle ein bisschen, das ist mein Bauch. das kann ich. Und dann haben wir in Nummer 4. Das war Petrol. Mhm. Warte, nee, das andere war Petrol. Nee, das ist Petrol. Also petrolfarbener Canvas. Petrolfarbenes Karo, ein bisschen größer wie das kleine Michi Karo, aber nicht ganz so groß, finde ich sehr attraktiv. Dazu das farbverlaufende Nähgarn, das weiße alles näher und dann natürlich wieder Nadel und Stift, wie ihr das bei den anderen auch gesehen habt. So. Sabina, dazu bin die Tasche neu, dass ich gerade so Wäsche hätte, bin ich froh, dass ich die habe. Ich kann besser pappeln, die haut besser auf der Tasche rum. Erklär nochmal wegen dem Gurtband auf der Shopping Queen. Kurz. Dies Gurtband auf der Shopping Queen. Was genau erkläre? Moment, wie macht man das mit dem Gurtband einfach dazu schreiben? Fragezeichen. Erklär es ganz kurz. Schnittmuster. Ich habe jetzt gesagt, es ist ein Schnitt eingezeichnet und ein passendes Video erklärt. Aber kannst du noch mal ganz kurz ansprechen? Ja, wenn ich Schnittmuster bin, das liegt da drüber, das ganze Schnittmuster. Naja, also, ich sag. Also, ihr Lieben, er kriegt ja zu der, wie heißt sie denn? Wer wollte es wissen? Da war jetzt das noch. Moment, ich habe gerade Ding verloren. Cecilia. Cecilia, natürlich, für dich gerne. Du hast dann das E-Book. Das sind viele, in dem Fall einige, die A4 Blätter, die du zusammenklebst, damit du quasi als Schnittmuster das Vorder- und das Rückteil hast. Und da ist auch ganz genau eingezeichnet, wo dieses Gurtband hin soll. Und dann kannst du auch gerne mit diesem ausbügelbaren Stift das mit dem Lineal anzeichnen, sodass du nachher eine super tolle Linie hast. Du hast aber da vorne... Du hast aber bei dem E-Book da vorne diesen QR-Code. Und mit diesem QR-Code hast du die komplette Erklärung des Nähvideos. Und da sage ich dir alles ganz, ganz detailliert. Da hast du den Vorteil, da kannst du mich einfach anhalten, wenn ich zu schnell rede, schnell babbel. Das kann ich jetzt gerade nicht, weil wir sind ja live. Aber das ist einfach klasse, das Video mal angucken und dann Step by Step das Video anhalten, bis du das genäht hast und dann einfach wieder der nächste Schritt machen. Zeig doch mal von innen vielleicht die Tasche, dass man sieht, wie das von innen. Genau, die Zierstiche sind nur auf dem Gurtband. Ja. Die Zierstiche, die machen er zuerst aufs Gurtband, bevor er das annäht. Sonst ist das zu bockig und zu arg, die liegen nicht dahinter drauf. Ja? Also bevor er das Gurtband annäht, machen er die Zierstiche drauf. Beim Fläscheldäschel auch. Beim Fläscheldäschel sind gar keine drauf. Da kann man optional, wenn es einmal mit und einmal ohne. Ich war bei der Resi. Du warst bei der Resi, ja, die haben wir heute nicht mit dabei. So, jetzt gucke ich die 1 und die 9 nochmal bitte. Die 1 und die 9. Die 9 liegt da oben drauf. Die 9 liegt da oben drauf. Ach, Sabine hat alles im Griff. Das ist wunderbar. Die 9. Alles gut. Die 9 hat dieses curryfarbene Canvas-Stöffel. Und das graue Karo. Da haben wir jetzt auch gerade die Shopping Queen weggelegt. Das war jetzt der Stoff. Das war jetzt der Stoff von der Shopping Queen. Dazu habt ihr dieses farbverlaufende Garn und dann alles näher. Natürlich Nadeln und Stift, wie man es kennt. So, jetzt gucken wir mal. Nummer 1 war es noch. Die Nummer 1, genau. Nummer 1. Dankeschön. Die Nummer 1 ist so schön mit dem Weiß. Weißer Canvas und grauer Kreton mit weißen Pusteblumen. Das farbverlaufende Garn und da alles näher und der Rest immer wie bei allen Paketen auch. Ist hübsch, gell? Jetzt mache ich mal ein Bubblepäusel und lache nur ein bisschen grinsig und warte mal, was mir die Sabine da so alles noch an. Im Moment ist ganz ruhig. Echt? Ich habe alles soweit. Alle happy. Beantwortet, sind alle happy, freuen sich alle bedient, alle. Toll. Ja, ganz tolle Leute, Mädels.
vielleicht ein Mann. Hat die Männer, auch Männer. Wir können auch nett zu Männern. Ja. Weiß meiner daheim auch. Mhm. Es gibt ja auch Männer, die näher. Es gibt tatsächlich Männer, die näher. Und ich merke auch in der Kurse, dass viele junge Burschen das ganz toll finden. Aber man auch wirklich gestandene Männer, die hin und wieder am liebsten zur Einzelstunde kommen, weil sie doch ein bisschen anders da von der Nähtechnik drauf sind wie die Mädels. Aber ich mache das genauso gut und ich finde, näher ist, wie sagt man da, geschlechtsneutral. Jetzt, Sabine, zeig mal. Kannst du ganz kurz nochmal auf die Schnittmuster eingehen? Kann ich mal ganz kurz ansprechen, damit ihr wirklich alles mitbekommen. Alle nochmal durch. Ganz kurz gerade ansprechen. Nicht voll, was man alles so machen kann. Die Mail geht nicht durch an uns. Das ist jetzt schon die zweite. Ich kaufe schneller. Also das ist nicht noch beim PC. Die Mail reicht bis morgen Abend. Wir haben ja alles notiert. Also es reicht, wenn die Mail morgen eingeht. Ja, Mädels, mache euch da keinen Stress. Wenn ihr jetzt noch etwas anderes auf der Kette hätte und auch euer Mann dann das Essen schon gerichtet hätte, das langt, wenn die Mail dann morgen eingeht bis 24 Uhr. Alles piano. Wir haben das aufgeschrieben, das ist Sabine, meine Schreibfrau. Und die kann das gut. Ich babbel mehr, sie schreibt besser. Und das ist jetzt notiert und das ist euers. Aber ihr solltet dann halt bitte morgen bis 24 Uhr die Mail an uns geschickt haben. Das habe ich von der Sabine gehört, deswegen habe ich da gerade noch gekruschelt. Ich soll nochmal auf die Projekt- und Schnitte eingehen. Ich habe den ganzen Krusch jetzt natürlich dann übergeschmissen. Daniela, sieht man das mit dieser Folie? Ja, also schwierig. Schwierig. Wie machen wir denn das? Dann nehmen wir doch nochmal alle Projekte. Dann gibst du mir alle Projekte in Hand. Kamera lassen wir so stehen. Kamera lassen wir so stehen. Wir haben das Projekt Shopping Queen Nummer 2. Ich kann es auswendig. Du kannst mal sehen, wie sie kommt. Was man dazu braucht, möchte ich dir nochmal sagen. Das seht ihr aber auch, wenn er den Schnitt macht, hat er ja hinter die Einkaufsliste. Ja, sie wollte ja nur die Projekte. Wenn sie jetzt mitbestellen wollte, was er noch braucht. Shopping Queen Nummer 2 braucht noch 3 Meter Gurtband zu 2,10 Euro. So. Was haben wir dann? Dann haben wir unseren Anton. Der Anton braucht lediglich H250 zu 5,10 Euro im Sonderpreis. Gut, dann habe ich der Roland. Der Roland, das Rollmäppchen, der braucht H630 zum Sonderpreis von 6,60 Euro. Und die Kordel, die uns jetzt hops gegangen ist, die pinkfarbene Kordel, die war sehr schön. Die machen wir euch natürlich farblich abgestimmt zu eurem Wunschpaket. Da kostet der Meter 1,40 Euro und ihr braucht 1,50 Meter Zierband. Was haben wir dann? Die Tanni. Die Tanni, die braucht natürlich noch ein bisschen mehr. Die braucht die S320 zum Sonderpreis von 8,30 Euro. Sie braucht einen 35er Reißverschluss und einen 30er Reißverschluss, einmal oben und unten. Der obere ist einfach länger, weil es einfacher zum Innähen ist, der hätte das Schwänzelhus hängen. Kostet aber beide gleich 4,10 Euro. Dann haben wir da noch eine Spitzerbordüre, 35 cm zu 1,90 Euro der Meter. Ich hoffe, ich kriege das alles super. Ach, du bist ja super vorbereitet hier. Dann haben wir da Leo. Der Leo ist ja unser Schlammermäppchen. Für den Leo braucht ihr Klettband. Für den Innenei 1 Meter, kostet 3 Euro. Das sind dann auch beide Seiten. Und wenn ihr wollt und ein bisschen schwere Sachen reinmacht, dann vielleicht noch ein H250 zum Sonderpreis. Immer der Meter ist das. Ich hoffe, ich habe das das letzte Mal jetzt auch gesagt. Darum sage ich es nochmal. Immer der Meterpreis sind 5,10 Euro. Dann nehmen wir unsere Franziska. Unser schönes kleines Geldbeuteltäschel. Da braucht er einfach ein Stück Klett. Da haben wir vorhin der Meter Klett. Der Meter zu 3 Euro. Das heißt, wir haben ja in dem Meter Stoff, denn da haben die Möglichkeit,
mehrere Projekte, die ich euch vorstelle zu machen. Das heißt, ihr könnt den Leo dann ja auch noch gleich mit dem Meter versorgen. Und ihr braucht hierfür noch eine H250 zum Sonderpreis der Meter, 5,10 Euro. Dann haben wir hier noch unsere schönen Windlichter. Da habe ich gar nicht wirklich etwas, außer dass ich euch sage, da oben kommt noch ein bisschen Spitze dran. Und die Spitze steht auch gar nicht. Wenn ihr sagt, ihr wollt einen Meter Spitze, sage ich euch, der liegt irgendwo bei 3,92 Euro oder so, der Meter. So, das Fläschl-Däschl. Das Fläschl-Däschl hätte das Gurtband und auch ein Muckesäckele, also ein kleines Stück Klett. Und da sind wir auch wieder beim Klett, der Meter für beide Seiten 3 Euro und das Gurtband der Meter für 2,10 Euro. Und ihr braucht für das Fläschl-Däschl einen Meter. Gerade wenn es Kinder sind, lange vielleicht auch 90, aber manchmal große und manchmal kleine Kinder. Deswegen der Meter 2,10 Euro. Dann haben wir noch unsere Lutter. Die Lutter ist das Mäppchen mit dem Reißverschluss. Und da habe ich eine H250 eingebügelt und da kostet der Meter als Sonderpreis 5,10 Euro. Und ihr braucht noch einen Reißverschluss, 35er Länge, zu 4,10 Euro. Jetzt bin ich nochmal alles durchgegangen. Was sagt Sabine? Alles gut, läuft. Sie zwinkert. Der nächste Live-Chat, wann der läuft? Oh, wenn der nächste Live-Chat läuft. Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Da vielleicht am Rande für alle die, die mich noch nicht abonniert haben auf YouTube. Jetzt mich abonnieren, dann kriegt ihr immer, wenn ich ihn anmelde, ja die Nachricht und ihr könnt auch noch da auf das Glöckchen drücken, dann kriegt ihr auch nochmal die Erinnerung. Ich möchte es jetzt nicht hoch und heilig versprechen, aber der Dienstag bleibt. Jede Woche werden wir es irgendwie nicht schaffen. Geplant, Mädels, geplant ist der Dienstag in 2 Wochen. Ich habe Ideen, ich habe mich noch nicht entschieden, welche das kommt. Aber der Dienstag in 2 Wochen, wenn alles gut läuft, wenn nicht, vielleicht halt erst der Dienstag in 3 Wochen. Aber wie gesagt, ich melde euch das wieder auf YouTube an, vorab, dass ihr das seht und euch das auch merken könnt. Ihr seht es dann noch auf Facebook, ihr seht es auf Insta. Ich sage es euch am Telefon, wenn ihr anruft. Soweit, so gut. Was haben wir noch an Fragen? Alles gut, alles safe. Alles gut, alles safe. Viele sind schon wieder gegangen. Viele sind schon wieder gegangen. Für alle, die es jetzt so lange ausgehalten haben, ein herzliches Danke ans Kaufen, an eurer Zeit, an die viele, viele liebe Zuschriften. Ich danke auch meine 2 Damen im Hintergrund. Vielen Dank, Sabine. Vielen Dank, Daniela. Es war super toll und es war super einfach mit denen 2 und mit euch. Ganz lieben da draußen, überall, wo auch immer ihr her seid. Am Samstag erscheint noch ein normales Video und sonst hört ihr von mir immer, wie ihr immer von mir hört. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Abend, viel Spaß beim Nachnähen und alles Liebe, bleibt gesund. So, Sabine, jetzt solltest du mich allmählich abschalten oder musst du noch? Muss mich rammeln, das hat sich falsch schalten. Winkst du mal noch? Sie schreibt noch. Was erzähle ich noch? Ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht zwischendrin rausschmeiß. Okay, also egal, wenn